Kommen wir im Bereich Security zum Thema Application Guard. Der Application Guard ist ein extra Dienst innerhalb des Edge-Browsers von Microsoft, um die Sicherheit beim Surfen im Internet weiter zu erhöhen. Ich habe im Application Guard zwei verschiedene Betriebsmodi. Ich habe zum einen die Möglichkeit, einfach als Anwender, wenn ich es installiert habe, zu sagen, ich möchte ein Fenster, ein Browser-Tab im Application Guard öffnen. Was bedeutet, ich erzeuge mir quasi eine komplett virtuelle Umgebung für den Browser, in dem der Browser nur alleine läuft und keine andere Anwendung weiterhin, auch kein Zugriff auf andere Ressourcen des Rechners möglich. Ich habe also quasi sowas wie eine gekapselte Umgebung, mit der ich eben in der Lage bin, eine Webseite zu öffnen, mir anzugucken, aber die Webseite ist nicht in der Lage, auf irgendwelche Ressourcen meines Rechners, meiner Umgebung, meiner Benutzerinformationen zuzugreifen. Und wenn ich das Fenster schließe, werden auch alle diese Informationen dann eben auch entsprechend entfernt wieder. Das ist der selbstverwaltete Modus. Auf der anderen Seite im Unternehmenseinsatz kann ich den Weg weiterführen und kann sagen, ich möchte diesen Application Guard unternehmensweit einführen. Dafür sehen wir hier in diesem Schaubild, gibt es zwei Modi. Ich muss innerhalb des Unternehmens definieren, welche Webseiten sind von meiner Seite erlaubt, dass die im normalen Edge-Browser verwendet werden. Das ist die sogenannte Whitelist, mit der ich definiere, diese Webseiten sind erlaubt und werden ganz normal im Edge-Browser geöffnet und haben überhaupt keine funktionalen Einschränkungen, können auf alle Informationen auf die Festplatte zugreifen, können Downloads machen, können auf meine persönlichen Daten, auf meine Cookies und so weiter zugreifen. Ist eine Seite nicht in dieser Whitelist enthalten, dann wird automatisch ein Application Guard Fenster geöffnet, in dem dann quasi diese unbekannte Seite oder eben nicht erlaubte Seite eben dann getrennt von dem Rest geöffnet wird und dementsprechend diese Funktionalitäten, die Sicherheitsumgebung nutzen kann, die ich vorher schon erwähnt habe. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir beliebig viele Edge-Fenster auf einmal aufmachen, sondern wir haben eigentlich immer genau zwei Edge-Fenster offen. Wir haben den normalen Edge für die erlaubten Seiten und wir haben den Application Guard als Edge-Fenster, in dem die anderen Seiten als solches funktionieren. Und innerhalb des Aufrufens der Seiten wird dann im Endeffekt der Tab immer in dem Fenster aufgemacht, wo es sich befindet. Also öffne ich eine Seite und habe eine erlaubte Seite, dann öffnet sie sich ganz normal im Edge-Fenster. Öffne ich dann eine weitere oder einen Link auf eine unbekannte Seite, öffnet sich der Application Guard mit einem eigenen Fenster und ich habe im Grunde genommen die geschützte Umgebung für diese neue Webseite. Öffne ich innerhalb des Application Guards ein Fenster oder ein Tab für eine Webseite, die erlaubt ist, dann geht diese Seite auch wieder im normalen Edge-Fenster auf. Und so habe ich im Grunde genommen eigentlich nur zwei Edge-Fenster, eins für die erlaubten Seiten und eins für die unbekannten Seiten, um einfach den Schutz für mich und meine Informationen zu erhöhen. Und das möchte ich Ihnen jetzt in der Folge nochmal in der Live-Praxis zeigen. Gut, schauen wir uns nur an, wie der Application Guard innerhalb des Edge-Browsers funktioniert. Zum einen habe ich die klassischen drei Punkte. Hier kann ich das im Private-Fenster starten. Hier, wenn installiert, kann ich das Application Guard-Fenster starten, mit dem ich ein geschütztes Umfeld für mein Browsing nutzen kann. Habe ich eine Unternehmensrichtlinie, dann ist es in der Form so, dass wenn ich jetzt eine neue Seite aufrufe, wie hier zum Beispiel die Homepage der N-Team, dann ist es eine sichere Seite, eine bekannte Seite, sie ganz normal geht sie im Browserfenster auf, so wie man es kennt und nichts weiter passiert. Gehe ich jetzt in ein weiteres Fenster und sage dann eben, ich möchte hier zum Beispiel eine Nachrichtenseite aufrufen, dann kann ich das tun und automatisch geht dann im Hintergrund ein Application Guard Fenster auf, ein geschütztes Umfeld. Ich sehe das hier vorne an diesem Icon, dass im Grunde genommen ich mich hier in einem geschützten Umfeld befinde und kann dann entsprechend hier auch unten auf der Fußleiste sehen, dass ich hier im Application Guard diese Webseite öffne. Die öffnet sich teilweise im ersten Mal etwas langsamer, aber von der Seite ist es gut, dass ich hier damit erklären kann. Und von der Seite habe ich jetzt nur ein geschütztes virtuelle Umgebung, die keine Möglichkeiten hat, auf direkte Daten von mir zuzugreifen. Also auch Ransomware und andere Dinge werden eben im Grunde genommen automatisch blockiert. Ich habe damit auch kein Profil, aber ich muss hier wieder die Cookies akzeptieren und dann kann ich auch diese Seite ganz normal aufrufen und kann dann hier meine Seiten in der Form nutzen. Gehe ich dann auf wieder eine Seite, wie zum Beispiel nochmal auf unsere Homepage, und rufe die im Application Guard Fenster auf, dann sieht man, schwenkt es automatisch wieder zurück zum normalen Browserfenster und ich arbeite in dem Fenster weiter, an dem ich so weit arbeite und habe damit in Summe im Grunde um zwei Fenster, mein normales Edge-Fenster, das Application Guard Fenster für die unsicheren und für die sicheren Webseiten.
So sieht der Application Guard in der Praxis aus. Wie gesagt, es erfordert für den Unternehmenseinsatz eine gewisse Planung, mit der man sagen kann, wie will ich diese Whitelist definieren, wie rolle ich das aus, dass der Application Guard auch wirklich auf den Rechnern verfügbar ist. Da können wir Sie gerne in einem Beratungsgespräch oder auch in einem Projekt unterstützen. Und auf der anderen Seite eben kann natürlich jeder selbst mit dem Application Guard agieren, indem er einfach diese Add-on für den Edge installiert und dementsprechend einfach sagt, ich möchte sicherer surfen. Ich wünsche Ihnen weiterhin dann viel Erfolg beim Surfen, beim sicheren Surfen. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, stehen wir gerne für Sie da zur Verfügung.